So, hallo liebe Freunde und es geht weiter mit Life is Strange True Colors. Freut mich natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es ist immer noch so, dass Alex bewusstlos ist und über die Vergangenheit träumt, was alles passiert ist, alles was sie durchgemacht hat mit der Familie. Das ist schon ziemlich alles traurig und jetzt bin ich mega gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Ja, dann mal los. Okay, so wie es aussieht, haben wir das ganz so gut überlebt. Aber wir müssen hier noch raus und so wie es auch aussieht, hat uns der Schuss doch nicht getroffen, oder Alex? Oder, also ich sehe keine Schusswunde. Ich glaube, das war doch daneben. Das war nur Reflex und sie ist dann runtergestürzt. Also, wie gesagt, ich sehe keine Schusswunde. Auf jeden Fall, ja. Und über eine Bewertung würde ich mich auch natürlich wie immer sehr freuen. Und gerne auch ein Abo dalassen, falls... ja, ihr weitere neue Gameplays nicht verpassen möchtet. So, kaputte Leiter. Keine Leiter mehr. Gut, dass ich so super klettern kann. Oh, Alex, wie sie aussieht. Wie wir aussehen. Die Arme voll mit Blut. Na, wir werden hier auf jeden Fall versuchen, lebend rauszukommen. Okay, hier ist kein Durchgang. Hier sind wir, glaube ich, auch runtergestürzt. Okay. Die Arme, was sie schon alles durchgemacht hat, ne? Also, die Familie, die Mutter war krank, ist gestorben. Der Vater hat sie verlassen. Genau wie Jet gesagt hat. Der Vater hat sie verlassen, also die beiden Kinder, Gabe und Alex, weil er mit der ganzen Situation, glaube ich, nicht mehr klar kam. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Aber das ist halt kein richtiger Vater. Ein richtiger Vater würde seine Kinder nicht einfach so im Stich lassen. Egal wie schwer das ist für einen. Wenn es nicht so wehtun würde. Man muss immer denken, die Kinder haben es viel schwieriger, so, weil die auch noch jung sind. Und die brauchen diese halt. Sicherheit geht vor. Das ist ein echt hartes Leben, was Alex hier wirklich hat. Ein echt hartes Leben. Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Oh Gott. Okay.
Ich werde echt verreckt. Okay, das hilft. Macht das mit ihren Kräften? Diese Aura ist meine einzige Spur. Okay. Kommt schon, Alex. Wir müssen nur ein bisschen mehr aushalten. Nur ein bisschen. Okay, Jungs, wir sind nah dran. Höllentaucher auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch. Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Okay, Jet sachte meint ihr weiter, auch. Sachte. Was, verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel! Der Funk da! Fuck! Jet! Jet! Oh mein Gott! Boah. Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Triff die Entscheidung, Jet! Gottverdammt! Gottverdammt! Alle, raus! Sofort! Boah. Riecht wie Feuerwerk. Dort muss Typhon gesprengt haben. Und das war also das, was Jet gemeint hat. Du musst aufhören, Mann. Jet! Fick dich, Jet! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Also wenn das stimmt, dann ist ihre ganze Familie einfach tot. Und während meiner Zeit hier
habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. So ein Dreck. Also Zeit für die Abstimmung. Und dann Mittagessen. Ja, was jetzt? Hm, Jet, was jetzt? Ja, jetzt guckst du so. Alex, oh mein Gott. Mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert? Oh. Okay. Oh Gott, ich muss gut überlegen. Mir wird's gut gehen? Es wird schwer, sich das anzuhören. Leute, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Wenn ich das sage, könnten Steph und Ryan immer noch in Gefahr sein. Aber wenn nicht, ich... Die ist einfach... Oh, ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht gerade. Mir wird es gut gehen, es wird schwer, sich das anzuhören. Na Leute, das muss man doch sagen. Er hat mich einfach versucht umzubringen. Das kann man sich... Man kann das einfach nicht. Oder wir sagen zuerst, uns geht's gut und wir planen danach bestimmt was, oder? Mir wird's gut gehen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komm schon klar. Alex, du bist verletzt. Vielleicht ist es keine gute Idee, jetzt unter den Leuten alles zu sagen. Wir können dir einen Krankenwagen... Typhon hat euch alle angelogen. Genau wie Jet Lucan. Oh, sie erzählt es doch. Alex, was ist los? Ja. Fick dich. Ja. Was ist passiert, verdammt? Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Jet Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jet hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Okay. Also doch, okay. Typhon wollte es geheim halten. Um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Sie haben Angst. Sie sind... Nein, sie haben Angst, ja. Jeder in der Firma ist völlig verängstigt. Alles, was sie tun, ist sich selbst schützen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jet wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe... Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Hm?
keine Peinlichkeit? Ja, genau. Diese Anschuldigungen sind... sie sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja, offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Die glauben uns nicht. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja, dein Leben weniger unfair wirken lässt. Ich weiß, du hast ein Gewissen. Du hast Beweise unterdrückt. Ich weiß, du hast ein Gewissen. Warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Du hast deinen Abgang von Typhon doch eh geplant. Was? Du hast nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Du willst das doch gar nicht. Das ist dein Weg da raus. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Du bist ein Monster, Jet. Oh ja. Du hast versucht, mich umzubringen. Wie kannst du da stehen und solche Sachen sagen? Alex? Du bist ein Monster. Bitte. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Dankeschön, Steph. Selbstverständlich. Und, Ryan, willst du nichts sagen? Ryan? Ich möchte gerne etwas sagen. Diese junge Dame kam als Fremde nach Haven. Aber über die letzten Wochen wurde sie zu einer von uns. Nun, ihre Geschichte klingt vielleicht unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Aber sie verdient es, dass ihre Behauptungen zumindest untersucht werden. Immerhin, danke schön. Wir sollten sie ernst nehmen. Ducky, das ist nicht hilfreich. Alex, Liebes. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Ist das Ihr Ernst, Eleanor? Man braucht Mut, jemanden um Hilfe zu bitten. Alles allein schaffen zu wollen, ach. Nein, das solltest du dir nicht aufbürden. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Ich bin enttäuscht von Ryan. Er sagt einfach gar nichts. Hallo, Charlotte. Ryan. Nein, lass mich. Ich will nichts mehr davon hören. Was ist mit Gabe? Was hast du denn vor? Typhon fertig zu machen? Das bringt ihn nicht zurück. Alles geht den Bach runter, wenn du damit zu tun hast. Was? Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und jetzt stimmt mit mir was nicht. Ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Was ist mit dir?
Stimmt nicht, nicht der. Ich habe dir letzte Nacht zugehört. Du kennst ihn dir. Bitte. Du bist ein Cop. Du kannst etwas tun. Alex, jetzt lass gut sein. Du Feigling. Und Ryan? Ryan, glaubst du mir? Oh mein Gott, ich habe so Angst, dass er irgendwas Falsches sagt. Bitte enttäusch uns nicht. Du glaubst mir, oder? Ryan? Wieso tust du das? Was? Mein Dad ist kein Mörder. Hattest du Angst, dass Typhon davonkommt? Suchst du deshalb einen Sündenbock? Okay. Ich dachte, wir stehen das gemeinsam durch. Für Gabe. Und mich. Ich dachte, dass du mich magst. Ryan! Nein. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ryan, was soll das? Ja, er ist dein Vater, aber sieh sie dir an. Warum sollte sie sich das ausdenken? Das geht zu weit. Alex ist fast gestorben. Das ist nicht wahr. Fick dich, Ryan! Nach all dem, was war? Echt jetzt! Fick dich! Hör auf. Steph ist einfach die Einzige, die zu uns hält. Okay, Ryan, das ist sein Vater, aber... Ich weiß, warum du mich umbringen wolltest. Es ist nicht, was du versuchst, dir einzureden. Dass es für Haven das Beste sei. Es ging dir nie um Haven, nicht wahr? Es ging nur um dich. Ich weiß, es ist leichter, nicht über die Männer nachzudenken, die du begraben hast. Du willst wegsehen und so tun, als wären die Menschen, denen du wehgetan hast, nicht real. Aber das ist vorbei. Mein Vater hat für dich gearbeitet. Sein Name war John. Er war verkorkst, nein. Er war ein Opfer. Er war ein Kämpfer. Also ein Kämpfer, der ist weggegangen, ich weiß nicht. Ihr Traum war ihr Traum denn auch wahr? Also war das wirklich so, dass der Vater seine Sachen genommen hat und weggegangen ist? Aber vielleicht wollte er wieder zurück. Aber er konnte ja nicht, weil er dann tot war. Er war ein Opfer. Oh, ich habe Kämpfer genommen. Er gab nie etwas umsonst. Er kämpfte, um am Leben zu bleiben. Er kämpfte für uns. Vielleicht war er kurz davor zu gewinnen. Aber du hast ihn getötet. Und dann Gabe. Meinen großen Bruder. Sie hat einfach niemanden mehr. Er fing von vorn an. Er baute sich eine Familie auf. Er war glücklich. Genau, er baute sich eine Familie auf. Er baute sich hier eine Familie auf. Auf seine eigene Art. Und bekam sein Leben langsam auf die Reihe. Es hat ihn so nervös gemacht. Und er hat sich so gefreut. Er brachte mich hierher, um es mit mir zu teilen. Aber er ist tot. Wegen dir. Und hier bin ich. So viele Jahre lang wollte ich nur überleben. Und es einfach durchstehen. Haven hat mich verändert. Ich
begann, über die Zukunft nachzudenken. Ich will Musik spielen. Ich will wohin gehören. Ich will Menschen helfen. Hingehören, oder? Ich will wohin gehören. Und helfen. Ich will Menschen helfen. Ich will wohin... Genau, ich will wohin gehören. Ich will doch nur dazugehören. Ich wünsche mir nur einen Ort und eine Gruppe Menschen, die ohne mich nicht dieselben wären. Und das Gefühl bekam ich hier. Und du wolltest mich umbringen. Du hättest mein Leben beendet. Nur um der Wahrheit zu entkommen. Mm. Du hast es verdrängt. Nicht wahr? Du hast es mit einer anderen Geschichte überschrieben. Dass du ein guter Mann bist, dass du ein Held bist. Du sagst dir selbst, du bist ein Held. Ein starker Anführer. Manchmal bedeutet das, schwierige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dazu führen, dass Menschen sterben. Sie liest seine Gefühle. Nicht viele können das. Haven hat Glück, dich zu haben. Aber das ist eine Lüge. Wenn wir tiefer blicken, was sehen wir dann? Du bist ein Feigling. Du bist eine Schachfigur. Du bist selbstsüchtig. Feigling. Er ist ein Feigling. Vor 11 Jahren hast du eine Gruppe Männer in ihren Tod geführt. Und du konntest diese Worte nicht mal laut sagen, weil du ein Feigling bist. Du konntest dir nicht vorstellen, es deiner Frau zu sagen. Oder es vor deinem Sohn zu sagen. Jeden Tag warst du mutig genug, unter Tage dem Tod in die Augen zu sehen. Doch du konntest nicht die Courage aufbringen, einen Fehler zuzugeben. Ich kann spüren, wie du dein Innerstes verschließt. Tu das nicht. Die Wahrheit tut weh. Manchmal sogar so sehr, dass du glaubst, du würdest daran zerbrechen. Doch wenn du die andere Seite erreichst, bist du wieder frei und lebendig und wieder ganz. Dann weißt du endlich, wie stark du wirklich bist. Ich sehe die Wahrheit über dich. Du hast dich selbst. Du hast, was du in der Vergangenheit getan hast. Du hast, was du tun musstest, um es geheim zu halten. Und je mehr du den Hass verleugnest, desto schlimmer wird er. Ich weiß, wer du bist. Ich habe deine dunkelsten Winkel gesehen. Aber ich vergebe dir und ich verachte dich. Vergeben? Nein, aber das, wir könnten so ein Psycho-Spiel daraus machen. Wenn wir das vielleicht sagen, lässt er auch mal los. Oder ich verachte dich und das juckt ihn nicht. Aber ich vergebe dir. Sollen wir das mal versuchen, um zu schauen, ob er dann irgendwie was loslässt oder so? Keine Ahnung. Doch ich vergebe dir. Ja! Er hat geweint. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen unserer Entscheidung war oder...
Oh Gott. Ha 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 ha!